Hallöchen und herzlich willkommen in meinem Kerkerstudio. Das Bauwerk ist vollendet. Schön, und ich nehme keine Gefangenen. Nein, hier greifen mich nämlich die Eisernen an. Weil die riechen es. Wir werden angegriffen. Dass ich auf den Spuren des Seelenschmieds bin. Das ist nämlich deren Boss. Ja, das ist ein Hinterhalt. Den werde ich jetzt bald einen Kopf kürzer machen. Ja, meine Armeen sind bald so weit, dass sie ausrücken können. Dauert nicht mehr lange. Ich brauche nur noch hier die Elfen aufzubauen. Ja. Und zwar eine verlässliche, nie versiegende Holzproduktion. Ja, und die kombiniere ich. Ich kombiniere das Abholztalente der Menschen mit ihrer Sägemühle und die Förstereigenschaften der Elfen. So werden wir niemals wieder Probleme haben mit Holz. Ja, gut. So, ihr Menschen, ihr könnt hier nochmal eine Holzfällerhütte errichten. Moment. Hier wird sofort erledigt. So, und hier können jetzt die Förster hin. Und hier ordentlich aufforsten. Einen hier. Auf der Stelle. Und einen weiteren hierhin. So, und die Menschen können von mir aus hier noch eine Sägemühle hinstellen. So. Das sieht doch dann schon sehr, sehr fein aus. So. Prima. Vielleicht baue ich sogar noch einen Förster hier hin. Ja, das könnte nicht schaden. Haben die denn hier schon das mittlere Haupthaus? Ja, das ist fertig, ne? Genau, das mittlere. Gut. Und noch ein Förster. Gebäude wurde errichtet. Hierhin. Ja, dann ist doch alles in Ordnung hier. Ja. Gut, dann kann ich die Hütte hier abreißen. Jep. Und ihr helft dann mal hier mit bei der Sägemühle. Das Bauwerk ist vollendet. So. Und die Holzfällerhütte kann dann auch weg. Dann habe ich hier genug Platz, um eine kleine, kleine, aber feine Nahrungsmittelproduktion der Elfen aufzubauen. Die können dann hier die Beeren abernten. Oder so, ne? Dann fühlen die sich auch sowas nütze. Ja, ich bin ja nicht so. Ja, aber erst können die hier das große Haupthaus bauen. Wo haben wir das denn? Gebäude wurde errichtet. Hier. Das passt hier nicht hin. Hm. Hier vielleicht. Auch nicht. Hier auch nicht. Ja, hier, hier. Ja, wird eng. Naja. Los. Los, los, los. Die elfische Arbeit ist sehr willkommen. Na, ich. Das ist wundervoll, wirklich. Ganz die Linien ohne, müssen halten. Ganz ohne Türme. Einfach nur mein Avatar. Das ist wundervoll. Wir werden angegriffen. Ja, ja. Ist klar. Natürlich wirst du angegriffen. Natürlich. Ja, beruhig dich. Alles wird gut. So, ihr beide helft hier noch mit. So, wie sieht's denn hier jetzt aus?
liebe Leute. Wächst hier bald mal was? Ja, hier, die Setzlinge, die sind schon alle da. Dann geht das hier gleich los. Okay, gut, gut, gut. Dann werde ich gleich erstmal die Haupthäuser alle upgraden und mir schon mal die Titanen ranholen. Dann haben wir das nämlich schon. Nicht wahr? Hehe. Schön, schön, schön. Da freue ich mich. Ja, da freut sich das Kriegerherz. Auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier? Das große Haupthaus der Zwerge. Eine Einheit wurde aufgewertet. Und ranholen. Und die Menschen. Neue Fähigkeit verfügbar. Auch ranholen. Und dann haben wir hier oben die Elfen. Ist auch jeden Moment soweit. Das Bauwerk ist vollendet. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Und los. Alles klar. So, dann kann ich hier mal loslegen, oder? Ja. Weg damit. So, kann ich hier vielleicht noch... Ja, passt hier vielleicht noch eins hin? Ich will ja hier auch ungern was verkommen lassen. Nee. Passt hier nicht hin. Gut, drei Förster, zwei Fällerhütten hier. Hier hin. So. So, liebe Elfen, jetzt aber. Jetzt geht's dabei. 1, 2, 3, 4, 5 für den Bärensammler. Wo haben wir den? Hier, ne? Ja, Bärensammler. Hierhin. Zum Ruhme Arins. Und ihr neuen baut mal fix ein Nahrungslager. Wo haben wir das? Hier. Jo, dann kann ich das Militär hier aufbauen. Das Bauwerk ist vollendet. Ja, dann machen wir das mal. Was brauche ich da alles? Eine Menge, glaube ich. Na gut, das ist jetzt nicht so viel wie bei den Zwergen, aber naja. So, eine Schule der Alten. Ein Eisenlager. Hierhin. Dann haben wir noch... Das Bauwerk ist vollendet. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Ein Elenhain. Eine Schützenhalle. Auf der Stelle. Und was haben wir noch? Natürlich die Waffenkammer. Die hier nicht mehr hinpasst. So ein Ärger. Hier vielleicht? Auch nicht. Och, das ist ja doof. Sehr doof sogar. Und die Titanen sind schon da. Nee, passt hier nicht hin. Och, Mensch, ey. Ist das irre. Das kriege ich hier nicht mehr hin. Ach doch, hier, guck mal. Hier, gut. Ja, aber ich brauche dann trotzdem noch, noch eine Waffenkammer, bitte. Oh Mann, hier auch nicht. Dann komm hier, bitte. Hier, ja. Eine Waffe, noch eine Waffenkammer. Und noch eine. So. So sei es. Und noch zwei Elenhaine. Hier, eins. Und noch eins. So.
Schön. So, jetzt helfe ich euch aber hiermit. Noch zwei meine zur Schule heilige der Alten. Pflicht. Und drei. Nee. Zwei ins Eisenlager. Es ist mir eine Ehre. Und noch die eine hier in die Schützenhalle. Wie ihr wünscht. Das wünsche ich. So. Ich höre. Ja, ihr könnt euch schon mal hier sammeln. Ja, hier wächst alles schön. Prima. Hier oben. Aber nicht zu nah hier hin. Aus dem Weg. Und wo ist Baumbart? Hier. Was? Ich hab beinahe vergessen. Hier, ein Baumbart. Okay, dann kann ich ja jetzt hier gleich produzieren. Ja, gleich geht's los hier. Dauert nicht mehr lange. Nein. Wie sieht es denn jetzt hier mal aus? Also wirklich, das ist ja unfassbar, wie lange ihr braucht. Und, ja, die wollen es immer noch versuchen, aber die schaffen es nicht. Runenkrieger, zu mir! Da kommen meine Titanen. Hallo. Okay. Ja, das ging doch alles ziemlich reibungslos, nicht wahr? Finde ich gut. Sehr gut. Ich habe ja noch eine Rune gefunden. Das Bauwerk ist vollendet. Ja, vielleicht finde ich ja noch eine Rune. Dann muss ich das gleich noch mal ein bisschen überarbeiten. Hier meine Runentafel. Wie ihr wünscht. Das Bauwerk ist vollendet. Es ist mir eine Ehre. Das Bauwerk ist vollendet. Schön. Dann mal los hier. Elendsgabe für die Druidin, Heilerin und Eismagierin. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Oh, im Eisenlager gibt's den Frostpanzer für Wandrin. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Und Arins Zorn für die Hüterin. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Eisschlag für die Windschützin. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Fein. Im Elenhain gibt's, glaube ich, kein Upgrade, oder? Ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Na komm. Mach hin. Das Bauwerk ist vollendet. Nein, kein Upgrade. Aber in der Waffenkammer. Da gibt's ein Upgrade. Genau, hier. Schild für die Wache. Na. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. So. Sind die alle da? Oh. Komm zurück. Ich höre. Aus dem Bild. Zur Seite. Ja. Nach Platz. So. Ihr könnt euch hier sammeln. Und los geht's. So. Und die Menschen auch hier. So. Und die Zwerge hierhin. So. Das ist ein Hinterhalt. Ja. Gibt's hier gleich eine schöne Schlacht. Wir werden angegriffen. Ja, ist gut.
Das Bauwerk ist vollendet. So, und die nächste Ladung. Na. Okay, eins. Was? Oh, Lenia ist alle. Ja, war ja klar. Egal. Das wird schon so gehen. Und die Menschen. So, da hole ich dann gleich zwei Kleriker. Wenn es keine Heilerin mehr von den Elfen gibt. Und die Zwerge natürlich. Das Bauwerk ist vollendet. Los, ran mit euch. Ach ja, die Herschau beginnt. Meine lieben kleinen Krieger und so, ihr wisst schon. Ja, so. Und die Menschen. So. Und die Zwerge. 60 habe ich voll. Kann ich nochmal upgraden hier? Ja, gut. Was habe ich hier? So. Die Zwerge dürfen nicht zu kurz kommen. Und noch ein Kriegspriester. Komm. So. Was haben die Elfen noch? Komm, noch eine. So. Jetzt habe ich 70. 70 Wahnsinnige! Das ist ein Hinterhalt! Die Linien müssen halten! Guckt euch das an! Wir werden angegriffen! Ja, ist klar! Die Linien müssen halten! So, ich glaube, das reicht schon, oder? Jawohl, alles klar. Ja, ich glaube, das reicht. Es ist ja jetzt nicht so ein riesiges Lager hier. Mein Bogen für die Rune. Wie der Wind. Das ist hier ein klassischer Overkill. Was soll ich tun? Los, Schwestern! So, komm. Erwarte Befehl, Befehl verstanden. Ja, so. Okay, alles klar. Dann. Das ist ein Hinterhalt. Hier, Freunde. Hier. Los geht's. Wir werden angegriffen. Folgt mir. Auf mein Zeichen. Ach, da kommen ja noch mehr. Durch das Sand. Bereit. So, 74 Einheiten plus Titan. Das ist ja irre. Nee, okay, die zählen dazu schon. Naja, gut. So. Plündern. Und dann, hier. Zack, zack, zack. Mir nach. Los geht's. Und los. Los. Machen wir sie platt. Diese Höllenbrut. Hier hin. Schnell. Ja, kommen sie. Sie schlagen zu. Kein Kontakt! Ist das cool! Das ist euer letzter Fehler! Feinde! Zu den Bögen! Vorsicht! Sie sind hier! Oh, kommt nur her! Vorsicht! Sie sind hier! Mit euch! Mehr davon! Los! Es sind zu viele! Sind auf Feinde gestoßen! Das ist euer letzter Fehler! Weg mit euch! Vorsicht! Sie sind hier! Mehr davon! Los! Die Diener der Nacht sind hier! Sind auf Feinde gestoßen! Bereit! Wow! Lasst sie nur kommen! Feinde! Verstärkt die Verteidigung! Wow! Kommt nur her! Wir sind in Gefahr! Die Ahnen rufen uns! Sind auf Feinde gestoßen! Für die Freiheit! Feinde! Was ist deine Falle?
vorwärts! Wow! Das ist euer letzter Fehler. Das war krass. Vorsicht! Sie sind hier! Feindkontakt! Wehrt euch, Schwestern! Lasst sie nur kommen! Bleibt standhaft! Feinde! Zu den Bögen! Okay, das war's. Okay, Kryptaschild, cool. Rüstungsklasse 60, Stärke plus 5, Ausdauer, Wendigkeit, Geschicklichkeit plus 5. Wow, Mensch, Intelligenz plus 7, Weisheit plus 7, Charisma plus 5. Das ist ein unglaubliches Schild. Resistenzen gegen Feuermagie, Eismagie, Schwarzmagie und Mentalmagie jeweils plus 10. Krasses Teil. Mal gucken, ob ich damit noch irgendwas anfangen kann. So. Irgendwo muss der andere Teil des Schlüssels doch sein. Ah ja, hier ist es. Schulterplatten eines Prinzeps. Und der oktagonaler Schlüssel, genau. So. Dann habe ich doch alles, oder? Ich glaube ja. Schön. Dann ab die Post. Zunächst Nebende. Habe ich hier alles geplündert? Ja. Alles weg. Alles weg. Ratzeputz. Schön. Auch keinen Schatz vergessen? Nein. So. Und weiter. Ja. Schlüssel einsetzen. Und das Tor schwingt auf. Prima. So. Erfahrungspunkte. Schön wäre ja, wenn ich noch auf Stufe 28 steigen würde. Ja, hier oben, guck mal, hier ist noch allerhand los. Oh, was haben wir denn hier? Oger. Oger, Schläger. Naja, dann Oger. Noch mehr Oger. Ja, hier oben muss ja dann wohl irgendwo der Seelenschmied auf mich warten, hoffe ich. Was ist denn das hier? Eiserner Soldat. Stufe 13, das ist ja lächerlich. Naja, okay. Dann los geht's. Das Portal zum Obsidianberg. Attacke. Ah. Okay. Kann ich mir dann meine Helden herbeirufen? Gut, gut. Gut, und ein Seelenfels. Ja, dann baue ich mir mal die Truppe neu zusammen. Ich habe ja noch eine Rune gefunden hier, den Hexer. Ne, den Magier. Der hat Stufe 22 und Schinder hatte Stufe 19. Ja, dann werde ich den mal entlassen. So. Hast mir gute Dienste geleistet, aber ich werde dich auswechseln gegen Scheider. So. Und ihr anderen, Kämpfer Gareth, den behalte ich natürlich. Liga Ishtar auch. Priesterin Adira. Ja. Und Hexer Antios. Den behalte ich dann auch. Oder? Ja, natürlich. So, dann braucht nur Magier Scheider eine neue Ausrüstung. So. Ist da ein Seelenstab? So, ein feistes Schild. Na. Schade, ich dachte, er könnte vielleicht ein besseres tragen. Naja, das ist ja nicht schlecht, ne? Ja, komm, das ist gut. Rüstungsklasse 45, Intelligenz, Weisheit plus 10, Eismagie, Resistenz plus 20. Das brauche ich ja bei den Eisernen. Auf jeden Fall, ja. So, eine Robe des Lichts, Rüstungsklasse 100. Gut, die nehmen wir. So, ein Deckel, Deckelchen. Ja, rote Maske hatte ja schon dein Vorgänger auf, nicht wahr?
Dann kriegst du die auch auf. Rüstungsklasse 24, Ausdauer plus 3 und Wendigkeit plus 5. Naja. Gut, und Ringe. Ja, Hexenmeister-Ringe, Erzmagier-Ringe. Ja. So, okay, das war's schon. Kurz und schmerzlos. Dann los geht's. Attacke. Her mit euch. Tapferen Recken. Ihr aufrechten Helden. So, erstmal schauen, was mich hier erwartet. Da ist er schon, der Ogre, Anführer, Stufe 20. Und seine Kumpels? Stufe 15. Die sehen ja auch übel aus. Übellaunig vor allem. Oh, was die für einen Kopf haben. Eieieiei. Tja. Und seltsam gekleidet sind sie auch. Gewandet. Ja, seltsam gewandet. So. Dann ruf mal hier. Oh, Diener des Frostes. Ja. Oh, hat göttliche Heilung. Moment mal. Moment mal, vielleicht. Ja, doch. Schade, hat keine Aura. Aber göttliche Heilung. Naja. Und komm, den letzten hier. So. Diener der Tiefe. Ja, untote Diener. Herbeirufen und Aura der Trägheit. Schön. Gut, so. Ja. Die Heldentruppe ist komplett. Dann folgt mal mir. Attacke. Auf geht's. Schnell. Auf den Trollanführer. Zum Angriff. Du kannst nicht gewinnen. Vorsicht, Gegner. Haltet durch, Männer. Es war der Seelenschmied mit einer Nachricht. Haltet durch, Männer. Haltet durch, Männer. Feindlicher Angriff. Sie sind überall. Schnell. So, auf geht's. Sofort. Oh, wer kommt denn da? Für den Orden. Ein Sturmkämpfer. Kämpft, Männer. Was sollte das denn jetzt? Für die Freiheit. Schlagt sie zurück. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Feindlicher Angriff. Zum Angriff. Haltet durch! Für die Freiheit! Ja. Und los! Noch so einer! Für den Orden! Hä? Ist das immer derselbe? Zur Ehre Aonirs! Soll der Quatsch denn? Schnell! Naja, okay. Weiter! Den Sofort! Berg hinauf! Da gab's nichts mehr. Vorwärts! Nein. Weiter! Nicht rasten! Folgt mir! Nicht denken, schenken. Schlagt sie zurück. Das ist ein Hinterhalt. Schließt die Reihen. Sie sind überall. In die Schlacht. Haltet durch, Männer. So, ja, und vorwärts. Weiter den Berg hoch. Weiter. Für die Freiheit. Nicht rasten. Standhalten, Männer. Schließt die Reihen. Sie sind überall. Feindlicher Angriff. Schließt die Reihen.
Schlagt sie zurück! Das ist ein Hinterhalt! So, was haben wir denn hier? Ah! Guck mal, ein Lager der Eisernen. Das muss weg natürlich. Auf mein Kommando. Schlagt sie zurück! Vorsicht, Gegner! Und so, los! Attacke. Auf geht's. Kämpft, Männer! Erster Triumvir. Der muss weg. Der klingt so scheiße. Das ist ein Hinterhalt. Ich meine, wer so scheiße sie heißt, schlagt sie zurück. Muss weg. Haltet durch, Männer. Sie sind überall. Wir müssen halten. Feindlicher Angriff. Haltet durch, Männer. Schlagt sie zurück. Verstärkt die Deckung. Sie sind überall. Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Standhalten, Männer! So, was haben wir denn hier? Ein Schatz, Gildenmeister Kurzschwert, na toll. Kampfkeule der Nordmänner, ja, krasses Teil, aber nein. Und Utrana Meister Ambros, haben wir ja schon oft gefunden. Ein Panzer, noch ein Panzer. Erster Metallkeil. Dann gibt's hier wohl auch noch ein Tor. Auf mein Zeichen. Dann ist das hier nicht die letzte Ebene. Schnell. Interessant. Na dann, mir nach. Weiter hoch. Und los. Da ist ein Ogerfest, ein Oger-Berserker. Sofort. Und noch mehr Eiserne. Kämpft, Männer. Lauter Eiserne. Über Eiserner Hauptmann. Schließt die Reihen. Die Linien müssen halten. In die Schlacht. Feindlicher Angriff! Wir werden angegriffen! Für die Freiheit! Verstärkt die Deckung! Und los! So, der Hauptmann muss weg zuerst. Was haben wir denn hier? Oh, okay. Okay. Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Das ist ein Hinterhalt! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Feindlicher zu mir! Angriff! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Vorsicht, Gegner! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Auf mein Zeichen! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Die Linien müssen halten! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Was für eine krasse Heldentruppe! Sofort! Die sind echt gut drauf! Gute Heldentruppe! Ja, was haben wir denn hier? Mir nach! Was haben wir denn da? Ich muss viel plündern! Kommt, weg hier! Was hat er denn da? Ach, ein Bogen! Sofort! So, und dann hoch hier. Die Oger warten. Und los. Für den Orden. Schließt die Reihen. Haltet durch, Männer. Sie sind überall. Feindlicher Angriff. Schlagt sie zurück. Verstärkt die Deckung. Vorsicht, Gegner. Schließt die Reihen. Sie sind überall. Haltet durch, Männer. Runenkrieger, Männer, zu mir. Zurück. Vorsicht, Gegner! Auf meinen Befehl. Das ist ein Hinterhalt. Mir nach. Okay. Und weiter. Mir nach. Weiter. Halt. Folgt mir. Eiselementare sind noch da.
kein Wolf. Bereit. Sofort. Naja, das muss warten. Da oben greift mich einer an. Mir nach. Oh ja, hier. Ein Klingenverschlinger. Mir nach. Kämpft, Männer. Haltet durch, Männer. Verstärkt die Deckung. Und los. Zum Angriff. Zweiter Triumph 4. Noch so einer, der so scheiße heißt. Schlagt sie zurück. Sie sind überall. Zur Ehre Aonirs. Feindlicher Angriff. So, komm, feindlicher Angriff. Weg. Aua, aua, das wird hart. Schlagt hier. Sie zurück. Das wird so langsam echt hart. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Verstärkt die Deckung. Die Linien müssen halten. Na, kommt schon. Ach. Haltet durch, Männer. Feindlicher Angriff. Verstärkt die Deckung. Haltet durch, standhalten, Männer. Oh Mann. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Schließt die Reihen. Sie sind überall. Ja. Okay. Feindlicher Angriff! Zum Angriff! Standhalten, Männer! Oh, 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 so. Dann hier, die Eisernen. Die müssen weg. Mir nach. Für den Orden! Schnell weg hier. Was haben wir denn hier? Ach, zweiter Metallkeil. Gut. Zum Angriff! Was für eine Schlacht hier. Meine Fresse. Auf mein Zeichen. Und los. Hui, und ein Schatz. Oh, was haben wir hier? Rose, der Meisterwaldläufer. Wow. Rüstungsklasse 75. Leichte Kriegskunst. Leichte Rüstung 11. Habe ich nicht. Kann ich nicht tragen. Und los. In die Schlacht. Ist natürlich ärgerlich. Schnell. Sofort. So, halt, ich muss mir erstmal Hilfe herbeiholen hier. Okay, noch ein Diener. Ein Wolf reicht. Okay, alles klar. Hier. So, alle beisammen. Aura der Heilung ist an. Aura der Trägheit auch. Mir nach. Okay, dann los. Weiter. Und los. Der Seelenschmied wartet auf mich. Folgt mir. Halt, ich gucke mir das erstmal hier oben an. Okay, okay, okay. Das sieht, oh mein Gott. Das ist ein harter Kampf, glaube ich. Oh Gott, oh Gott. Folgt mir. Na dann, los. Los, los. Schnell. Da muss ich für durch. Für die Freiheit. Da muss ich durch. Vorwärts! In die Schlacht! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Für den Orden! Sie sind überall! Vorwärts! Sofort! So, das ist wieder die Eisernen. Für den Orden! So, mal gucken, schaffe ich noch Stufe 28? Haltet durch, Männer! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Hier! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Wir werden angegriffen! So! Okay. Und los. Und weiter. Vorwärts. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was haben wir hier? Klingenverteidiger und eiserner Todesbote. Zum Angriff. Wow, wow, wow. Wow. Sie sind überall. Wow. Schlagt sie zu. Schließt die Reihen. Sie sind überall. Haltet durch, Männer. Feindlicher Angriff.
Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Haltet durch, Männer! Oh Mann. Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Das ist echt Schlagt hart! Schlagt sie zurück! Krass, krass, krass! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Na. Haltet durch, Männer! Heil! Wir werden angegriffen! Heil! Verstärkt die Deckung! Ja. Schließt die Reihen! Die Linien müssen halten! Schließt die Reihen! Haltet durch, Haltet Männer. Durch, Männer! Das ist ein Hinterhalt! Das ist ein Sie Hinterhalt! Sind überall. Sind überall! Schließt die Reihen! Die Linien müssen halten! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Wir werden angegriffen! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Die Linien müssen halten. Schließt die Reihen. Haltet durch, Männer. Runenkrieger, zu mir. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Verstärkt die Sie Deckung. Sind überall. Standhalten, Männer. Oh Gott, schließt die Reihen. Soll ich denn hier noch durchkommen? Sie sind überall. Okay, überlebt. Überlebt, überlebt, überlebt. Was haben wir hier? Ein Schatz. So. Dann warte ich mal auf die Verstärkung. Ach du meine Güte. Ach du meine. Okay, hier ist noch ein Seelenstein. Na gut, dann wenn ich drauf gehe, muss ich nicht den ganzen Weg wieder hochrennen. Immerhin. Immerhin. So. Kann ich hier schon mal die Eiselementare wieder heranrufen? So, geht noch ein drittes. Weiß gar nicht, vielleicht. Ja. Jetzt kommen die beiden noch hier. Die sind unterwegs. Wie viel fehlt denn noch bis Stufe 28? Ja, nicht mehr viel. Nicht mehr ganz so viel. So, dann hol mal deinen Wolf herbei. Und Aura der Heilung. So, und du holst den untoten Diener herbei. So, und Aura der Trägheit. Hier. Oh Mann. Und los. Sammeln. Und los geht's. Folgt mir. Ja, zacke. Vorwärts. Folgt mir. Für die Freiheit. Schließt die Reihen. Die Linien müssen halten. Schlag sie zurück! Oh Mann, sie sind überall! Gibt's doch einfach nicht! Runenkrieger, zu mir! Das ist ein Hinterhalt! Okay. Geschafft. Sind das für Ringe, die ich da gefunden habe? Diese grünlichen. Kann die irgendjemand tragen? Hm. Ausdauer, Wendigkeit, nee. Oh.
Hoher Glaubensring. Na, hat sie schon. Nee, okay. Bereit. Naja, dann sofort weiter. Zur Ehre Aonies. Oh Gott, wer ist das denn? Eiserner Kommandant. Auf meinen Befehl. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Schließt die Reihen. Die Linien müssen halten. Schließt die Reihen. Haltet durch, Männer. Runenkrieger, zu mir. Haltet durch, Männer. Standhalten, Männer. Schlagt sie zurück. Schließt die Reihen. Die Linien sind überall. Haltet durch, Männer. Verstärkt die Deckung. Das ist ein Hinterhalt. Verstärkt die Deckung. Du meine Güte. Schließt die Reihen. Sie sind überall. Vorsicht, Gegner. Schließt die Reihen. Haltet durch, Männer. Verstärkt die Deckung. Bereit. Okay. Kämpft, Männer! Und weiter. Standhalten, Männer! In die Schlacht! Ach, du Scheiße! Ach. Vorwärts! Los! Schnell! Zum Angriff! Flinkverteidiger! Standhalten, Männer! Zurück. Schließ die Reihen! Standhalten, Männer! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Runenkrieger, zu mir! Wir werden angegriffen! Vorsicht, Gegner! Boah, das war knapp! Wir werden angegriffen! Zum Angriff! Die Deckung! Die Linien müssen halten! Runenkrieger! Zu mir! Und der dritte Metallkeil. Oh Mann, was haben wir hier? Oh, Pfand der Götter! Hey! Amra und Lea, Pfand der Götter. Cool. Meisterhafter Kriegsdolch. Okay. Schnell. Mal gucken, ob ich den Pfand der Götter tragen kann. Mir nach. Das war ja krass. Wo haben wir den denn? Hallo? Ach, der ist in meinem Quest-Ding hier wahrscheinlich drin, ne? Ja. Pfand der Götter. Wer könnte sich denn dafür interessieren? Ich weiß nicht. So, dann hier Diener der Tiefe ranholen und hier die Frostwesen hier. Oh Mann. Auf meinen Befehl. Okay, dann sind wir alle wieder da. Oh Mann, hier ist... Ja. Ja, hier lauert bestimmt der Seelenschmied auf mich. Auf mein Kommando. Alles klar, vorwärts. Dann binde ich mich erstmal hier an den Seelenfels. Schnell. So. Zack. Auf mein Zeichen. Und vielleicht sollte ich doch warten, bis... Und los! Bis hier Priesterin Adira wieder Emana voll hat für Aura der Heilung. Aber habe ich hier oben Pfand der Götter gefunden? Das Pfand der Götter, diesen Ring. Wer könnte das denn noch gebrauchen? Oder sich dafür interessieren?
Craig und Schalach vielleicht? Ich weiß nicht. Auf mein Zeichen. Oder hier in Lianon? Shamuhir? War ja schließlich Leas Schwester. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wer weiß. So, okay. Dann. Schnell. Auf geht's hier. Attacke. Eine magische Metallplatte verschließt das Tor. Drei keilförmige Vertiefungen befinden sich darin. Die drei Metallkeile einsetzen. Die drei Keile passen in die Vertiefung. Ein Teil der Platte beginnt sich zu drehen. Das Tor öffnet sich. Zauberei. Attacke! Wir werden angegriffen! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Ach du meine Güte! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Muss das denn sein? Schließt die Reihen! Runenkrieger, zu mir! Die Linien müssen halten! Okay, haben wir das. Haben wir das erledigt. So. Wow. Die Aura hier, sie ist total runter hier mit dem Mann vor Geräten. Aber ich muss weiter. Sofort. Ich darf nicht rasten. So. Sofort. Hier sind noch mehr Eiserne. Hört das denn nie auf? Gottes Willen. So. Folgt mir. Und dann los. Oh oh. Da ist der Seelenschmied. Okay. Und los geht's. Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Das ist ein Hinterhalt! Schlagt sie zurück! Standhalten, Männer! Schlagt sie zurück! Aua, aua, aua! Wir werden angegriffen! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Aus meinem Zeichen! Das war zu spät. Das ist ein Hinterhalt. Vorsicht, Gegner! Standhalten, Männer! Auf mein Kommando. Für den Orden! Vorwärts! So, okay, jetzt warte ich erstmal auf die Verstärkung. So. Die ist noch im Anflug. Dauert noch ein bisschen. So, und hier ist der Seelenschmied also. Stufe 30. Was ist das? Dunkler Kristall. Noch ein dunkler Kristall? Was ist hier? Hier ist ein Schatz. Aha. Okay. Hm. Na gut. Dann wollen wir mal sehen, ob ich den hier nicht klein kriege. Den ollen Seelenschmied. Stufe 30. Ach, es fehlt nicht mehr viel, ey. Dann, Mann, das kleine bisschen noch. Dann hätte ich Stufe 28. So. Ach, Mensch. Stehe bereit. Los, Priesterin. Beeil dich mal ein bisschen. Sieh mal zu. Nimm die Beine in die Hand. Mit deinem Beißerschwert. Ach nee, ist das ein Beißerschwert? Was habe ich dir denn gegeben?
Mal eben nachgucken. Was habe ich der denn in der Hand gedrückt? In die Hand gedrückt. Nee, das ist Grons Feueraxt. Ja. Nee, die ist ganz gut ausgerüstet eigentlich. Schade, dass die immer so schnell stirbt. Aber wahrscheinlich riechen die das, weil Aura der Heilung ist sehr, sehr nützlich. Aber diese Heldentruppe, die hat es ganz schön in sich. Die ist ja hier durchgerannt. Das war schon echt gut. Sehr beeindruckend. Das muss selbst der Seelenschmied zugeben. So. Komm. Aber hier dieses Pfand der Götter, irgendwie lässt mich das nicht los. Muss doch irgendeine Bewandtnis haben. Dass das jetzt hier oben einfach so rumlag in der Truhe. Naja. Okay, dann ruf du mal deinen Wolf herbei. Und Aura der Heilung. Bereit. Auf meinen Befehl. Vorwärts. Dann... Schnell. Erstmal hier runter. Den Rücken freiräumen und dann kümmern wir uns mal um den Seelenschmied. Das ist ja echt eine ganz fiese Figur hier. Meine Güte. Zum Angriff! Schlagt sie zurück! So, ist hier noch irgendwas? Hier ist noch ein Schatz. Hm, vielleicht kann ich mich da lang und drücken, hier lang schleichen und er sieht mich nicht. Diese Seelenkristalle, wie heißen die? Nee, dunkle Kristalle, die kann ich auch zerschlagen. Und los! Ja, vielleicht. Ja, ich wette, das ist ja klar, das ist ja eigentlich selbsterklärend, ne? Daraus wird er seine Kraft ziehen. Muss ja so sein. Oh, hier ist ein Heldenmonument. Gut. Mir nach. Kann ich von da... Oh, was haben wir denn hier? Geisterhandrobe. Oh. Kann die einer tragen? Mal schauen. Nee. Nee. Schade. Naja, gut. Dann aktiviere ich das Ding hier erstmal. Das ist für den Nachschub vielleicht nicht verkehrt. So. Zack. Auf mein Kommando. Ja. Vorwärts. Und dann auf. Machen wir den Seelenschmied lang. Dann ist der Zauber aus hier mit den Eisernen. Schnell. Dann soll der Kapuzenmann doch kommen. Ohne seine Eisernen. Und los. Los. Ja. Dann auf ihn. Sofort. Mit Gebrüll. Für die Freiheit. Oder erstmal hier die Kleinen wegmachen. Feindliche Angriff. Haltet durch, Männer. Feindlicher Angriff. Zur Ehre Aonirs. Und hier die Seelenkristalle. Schlagt sie zurück. Doch daraus bezieht er seine Kraft. Da bin ich mir fast sicher. Ja, klar. Schließt die Reihen. Da wird er geheilt. Haltet durch, Männer! Da, schon wieder! Verstärkt die Deckung! Jawohl, weg! Feindlicher Angriff! Ach, Mist! Haltet durch, Männer! Oh, auf mein Zeichen! Was soll das denn? In die Schlacht! Was soll das denn? Oh, Stufe 28! Schließt die Reihen! Sehr cool. Schnell aufleveln hier. 1, 2, 3, 4, 5! Schlagt sie zurück! Die müssen halten! Zack! Verstärkt die Deckung! Auf meinen Befehl! Du Scheiße! Ach du Kacke, den hab ich ja... Ist der riesig? Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Ist der riesig? Guckt mal, was er für einen Hammer dabei hat! Schließt die Reihen!
Haltet durch, Männer! Zu mir! Haltet durch, Männer! Und jetzt? Verstärkt die Deckung! War's das? Ist er hinüber? Hey! Was jetzt? Hallo? Hallo? Oh, der Maskenmann. Ron, ihr. Was? Aber, was? Erstaunt mich zu sehen, Ruhenkrieger. Allerdings. Mir scheint, ich habe euch unterschätzt. Ihr seid weit gekommen. Zu weit. Das kann nicht sein. Wie ich sehe, habt ihr meinen Diener vernichtet. Er hätte mir in dem Bevorstehenden als Waffe zur Seite stehen sollen. Ich gebe zu, eine solche Wendung der Ereignisse hatte ich nicht vorhergesehen. Doch den Lauf des Schicksals werdet ihr dadurch auch nicht mehr ändern. Es ist zu spät. Wenn ich durch dieses Tor trete, ist die Konvokation noch nicht geschehen. Ich reise zurück in die Zeit vor dem Krieg. Und diesmal werde ich ihn für mich entscheiden. Dieses Buch gibt mir die Macht, die Konvokation zu verstehen. Es wird mir all ihre Geheimnisse enthüllen. Damit gebührt mir der Preis. Mir allein. Lebt wohl, Runenkrieger. Oder besser, sterbt wohl. In wenigen Augenblicken seid ihr nur noch eine blasse Erinnerung an eine Zukunft, die nie existiert hat. Ihr habt mir wahrlich gut gedient. Der Kreis schließt sich. Was soll man dazu sagen? Ein ziemlich überraschendes und großartiges Finale mit einem, ja, hochphilosophischen Unterton. Da war Ron wohl tatsächlich die ganze Zeit auf der Suche nach sich selbst und wurde im Alter dann doch tatsächlich noch weise. Aber wer jetzt glaubt, dass die Geschichte zu Ende ist, der hat sich getäuscht. Ja, Eo ist noch lange nicht gerettet. Denn es geht tatsächlich weiter. Im ersten Add-on zu Spellforce. In The Breath of Winter. Mehr dazu im nächsten Teil. Bis dann. Ciao.